Herr Doktor, Sie sind sportlicher Leiter dieser WM, Sie sind also zuständig fürs Sportliche. Was dürfen sich jetzt die Fans und die Zuschauer von dieser Weltmeisterschaft in Vorarlberg erwarten? Ich denke, sie dürfen sich erwarten, dass die Bedingungen für die Sportler einwandfrei sind. Wir erwarten spannende Wettkämpfe, sowohl im Radball als auch im Kunstradfahren. In Tagen wie diesen, der Radsport ist schwer in den Medien, in der Kritik, das Thema Doping, wie schaut es da aus bei euch beim Hallenradsport? Ich kann hier sehr freudig sagen, dass Doping im Hallenradsport kein Thema ist, dass wir leider Gottes aber eben von anderen Raddisziplinen hier auch in diese Ecke hineingeschoben werden. Wie viele verschiedene Nationen werden in Dornbirn nächste Woche an den Start gehen? Es werden insgesamt 19 Nationen in Dornbirn an den Start gehen. Es sind dabei 166 Sportler gemeldet und rund 100 Betreuer, die sie begleiten, Trainer, Delegationsleiter, Masseure und so weiter.